Ja, herzlich willkommen zum 30. Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga beim Spiel Fortuna Düsseldorf gegen VfR Aalen in der Esprit Arena zu Düsseldorf. Beide Mannschaften sind zurzeit punktgleich in der Tabelle und beide haben 37 Punkte, genau. Aalen auf Platz 12, Fortuna Düsseldorf auf Platz, Aalen auf Platz 10, Fortuna Düsseldorf auf Platz 12. Und beide brauchen wohl noch einen Punkt zum direkten Klassenerhalt, weil Dresden auf dem Relegationsplatz 16 hat 28 Punkte zurzeit. Bei noch 4 verbleibenden Spieltagen. Ja, das ist eine einfache Rechnung. Hier nochmal kurz am Blick auf die Aufstellung von Fortuna Düsseldorf. Fabian Giefer natürlich im Tor. Lewels, Bruno Soares, Bostek, Weber, Fink, Paurovic, Lienwil, Halle, Halloran, Benchop und Erwin Hoffer als Stürmer. Das Ganze sieht dann aus wie ein 4-2-2-1-1. Ja, Fortuna Düsseldorf hat das letzte Spiel gewonnen in Paderborn unter Trainer Oliver Reck, der 3 Spiele lang Interimstrainer war und jetzt in 4 Spielen mehr Punkte geholt hat als Lorenz Günther Köstner. Aber der Anschluss ist schon vollzogen. Fortuna Düsseldorf in Rot von links nach rechts. Das bedeutet automatisch der VfR Aalen in Weiß von rechts nach links. Und Benchop hier mit der ersten Balleroberung. Aber das war ein Foul gepfiffen vom Schiedsrichter. Kurz ausgeführt von Aalen. Hoffer versucht an den Ball zu kommen. Schafft es aber nicht. So, die Kulisse ist auf jeden Fall da. Wie ihr sie hört, habe ich eigene Ferngesänge. Fink auf Lewels. Mit der Hacke versucht er auf Linie zu spielen, aber der Pass kommt nicht an, aber Fink holt sich den Ball wieder. Lewels auf Benchop. Da ist wenig Platz. Findet doch den Passweg zu Lienwil, der vertändelt den Ball, aber Einwurf Fortuna Düsseldorf. Auf Hoffer. Naja, sicher sieht anders aus. Und Benchop geht mit dem Ball ins Aus. Aber auch der VfR Aalen muss am Anfang noch mit Ungenauigkeiten kämpfen. Lewels jetzt mit dem Einwurf für die Düsseldorfer. Benchop. Immer noch Benchop. Setzt sich gut durch. Da kommt er zum Schuss. Aber verzieht doch ein paar Meter neben übers Tor, je nachdem, wie man es sehen mag. Ach, das war die erste Chance der Fortuna und die war schon mal nicht so schlecht. Die Kulisse ist auch sofort da. Nienel schickt Lewels. Aber Lewels holt wieder nur den Einwurf raus, den er jetzt auf Lienel spielt. Und der Ball nach dem VfR Aalen, den kurz hatte, jetzt wieder bei der Fortuna. Die ein bisschen drücken, aber nicht zwingend. Fink. Verpasst trotzdem. Immer noch auf der linken Seite, recht angesagt Seite der Fortuna, der Ball. Jetzt kommt er ein bisschen in die Mitte, aber diese Flanke oder Befreiungsschlag von VfR Aalen geht ins Seiten aus, ins Leere. Ballbesitz Fortuna. Oh, was für ein Fehler. Doch Fink rettet den Ball. Hoffer versucht da den Pass durchzustellen, den Ball durchzustecken zu Halloran oder Benchop. Beide kommen nicht an den Ball, weil der Ball vorher abgefangen wurde. Und wieder super Balleroberung im Mittelfeld. Jetzt Benchop im Vorwärtsgang, verliert den Ball aber auch im Mittelfeld. Kaum Raumgewinn für eine der beiden Mannschaften. Jetzt aber mal. Über die Außen vielleicht, für den VfR. Paurovic kämpft und hat den Ball. Paurovic hat immer noch den Ball. Muss jetzt den Ball abspielen. Sieht Hoffer. Der sieht, dass der Torwart weit vorne steht und Tor! Tor! Was für ein Spielzug der Fortuna! Da kommt der Pass auf Hoffer, der sieht den Torwart zu weit vorne, lupft ihn nur über den sich hinschmeißenden Torwart ins Tor. 1-0. Ja, jetzt ist erstmal ein bisschen Druck raus. Ach, der VfR. Jetzt wird Klaus auf der linken Seite auf Griech. Der versucht zu flanken. Doch Soares köpft den Ball ins Tor aus.
Ah, schade. Na, na, na. Suarez hat den Ball auf Lindl. Der macht den ganz langen Pass auf Benchop. Der sieht Hoffer. Der geht jetzt über außen, aber kann den Ball nicht richtig annehmen. Doch Fortuna Düsseldorf kommt sofort im Mittelfeld wieder an den Ball. Das sieht wirklich richtig gut aus, was sie bis jetzt machen. Aber Benchop verliert in der Vorwärtsbewegung. Wieder der Rückpass zum Torwart. Gich, Klaus. Über die Außen auf Lechleiter. Aber Paurewitsch wird den Ballgewinn. Hat viele Ballgewinne zurzeit im Mittelfeld. Was war das denn für ein Pass? Ich weiß nicht, ob der gewollt war. Lindl. Ah, kommt nicht durch. Paurewitsch schon wieder mit einem Zweikampf gewinnen. Und holt sich schon wieder den Ball. Aber verliert ihn auch direkt wieder. Also kampfmäßig ist das wirklich eine erstklassige Leistung von Paurewitsch. Und jetzt müssen sie klären. Weit in die Hälfte der Fortuna ins Seitenaus. Der Ball wieder im Spiel. Fink. Hoffer hat da Probleme, doch löst es sehr gut. Vorteil für die Fortuna. Lindl über die Außen. Da muss die Flanke kommen, aber die ist zu weit. Die ist viel zu weit. Weber macht das jetzt besser. Ja, die Flanke ist auf jeden Fall näher am Tor, aber auch zu nah am Verteidiger. Klaus mit einem guten Übersteiger. Lechleiter hat immer noch den Ball. Immer noch Lechleiter. Kann sich da immer noch gegen 3-4 Fortuna behaupten. Jetzt hat Fink den Ball. Und spielt ihn erstmal zurück. Halloran und Paurewitsch. Bring etwas Ruhe rein. Hier der Ball zu Hoffer in die Spitze kommt. Pevels verliert den Ball. Einwurf Fortuna. Lindl. Auf Levels. Wieder über die rechte Seite. Kommt jetzt vielleicht mal eine gute Flanke. Nein, Ecke. Ecke Fortuna. Lindl wird sie treten. Findet da Benchop aber nicht gut genug. Fink. Oh, kommt mit dem Pass nicht durch. Paurewitsch kann den Schuss nicht auslösen. Letztendlich kein wirklicher Torschuss für die Fortuna, aber der VfR jetzt in der Vorwärtsbewegung. Aber bis jetzt noch nicht über die Mittellinie. Jetzt der Pass. Holt den ersehnten Raumgewinn. Doch Paurewitsch läuft den, nicht Paurewitsch, das war glaube ich Halloran, läuft den Ball super ab. Fortuna spielt jetzt nochmal hinten um, über die Innenverteidigung und Lindl, Benchop. Ob da jetzt wirklich noch was passiert, kann sich gegen drei VfR, gegen drei Aalener nicht durchsetzen. Jetzt nochmal eine Vorwärtsbewegung. Fink holt den Ball. Levels mit der langen, mit dem langen Ball. Und da ist der Halbzeitpfiff. Nee, oder abseits. Abseits. Entschuldigung. Dieser Freistoß von Hübner wird nochmal ausgeführt. Erklärt. Vorerst. Ja, jetzt ist der Halbzeitpfiff. 1:0 zur Halbzeit. Fazit: Fortuna Düsseldorf definitiv stärker als der VfR. Verdientes 1:0, ja. Was sagt denn die Statistik? Sehen wir erstmal den Fehlversuch von Benchop und hier das wunderschöne Tor von Erwin Hoffer, einfach über den Torwart gelegt. Was sagt die Statistik? 3 Schüsse, einer aufs Tor, der war dann auch direkt drin. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, klares Übergewicht für die Fortuna, aber besser sind sie schon. Kein Schuss aufs, in Richtung Tor zugelassen. Und Anpfiff zur zweiten Halbzeit der VfR Aalen von links nach rechts in weiß. Und dann natürlich die Fortuna in rot von rechts nach links. Oh, setzt sich hier gut durch der Aalener, aber noch gekehrt von Fortuna. Jetzt kommt die Flanke. Ah, die ist ein bisschen zu weit. Und Giefer mit einer Glanztat und da ist das Gegentor. Lechleiter mit dem Gegentor. Da sind sie etwas verschlafen aus der Kabine gekommen. Da sehen wir die Flanke. Der
Kopfballpass, Lechleiter, der beim ersten Mal scheitert der Angriff, doch der Nachschuss ist da unhaltbar drin. Ja, Fortuna. Weiter geht's. Ah, Fehlpass. Aber Benchop mit dem Ballgewinn und wieder Ballverlust. Der VfL Aalen in der Vorwärtsbewegung. Aber Lindl mit dem Ballgewinn diesmal. Das ist Halloran. Schickt Lindl. Lindl kriegt den Ball, aber kommt am letzten Mann nicht vorbei. Der Lindl darf ja vom Ball tun. Es ist wieder ein bisschen Ruhe drin bei den Aalen. Aber Bonsi, Henschop. Auf Hoffer. Kriegt ihn nicht nochmal über den Torwart gelupft. Schade. Gute Möglichkeit für die Fortuna wieder. Und der unheimliche Fehlpass von Fink. Der den Kontermöglichkeit für Aalen eröffnet. Jetzt über rechts. Über Lechleiter wieder. Der Schütze zum 1:1. Doch super abgelaufen vom Botze. Auf Paurovic. Durch die Beine. Benchop. Kann den Ball behaupten mit seinem Körper, aber doch nicht. Bart. Spielt sich da selber ein bisschen tot und Benchop rennt ihn einfach um in Manier eines Eishockeyspielers. Schauen wir nochmal. Ja, ja, klares Foul. Ist ja nicht drüber reden. Aalen wechselt. Ja. Klaus geht. Österhellweg kommt. Oder Oesterhellweg. Ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird. Traut mit dem Freistoß. Der Ball kommt rein. Aber geklärt. Und Hoffer jetzt mit der Konterchance. Ist da alleine und da wird abgepfiffen. Verletzung. Aalen wird zum zweiten Mal wechseln. Valentini geht und dafür kommen Dagfuss. Ja. Natürlich kommt die Fortuna jetzt wieder im Ballbesitz. Kiefer. Fängt den Ball da erstmal. Weber, Halloran auf der linken Seite auf Benchop. Versucht sich da durchzusetzen. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Aber dann scheitert er doch an einem Verteidiger. Und Halloran. Halloran mit dem Ballgewinn. In der Hälfte der Aalener. Aber Aalen jetzt letztendlich dann doch wieder im Ballbesitz und auf dem Vorwärtsgang. Im Vorwärtsgang. Das ist eigentlich. Schade. Müssen wir zum ersten Mal wechseln? Fragezeichen. Nee, sind alle noch einigermaßen fit. Dann lassen wir das erst nochmal so. Können wir mal ein bisschen offensiver spielen. Na, das Spiel will ich ja schon gewinnen. Hier, so ist es ja nicht, gell? Fortuna mit dem Einwurf auf Benchop. Und der auf Hoffer. Da ist jetzt echt wenig Platz in der Mitte. Schickt Fink. Der kann den Ball behaupten, aber nur mit einem Foul. Kriege ich jetzt mit der schnellen Freistoßausführung? Nein. Aalen wechselt nochmal. Dann werden wir die Möglichkeit doch auch gerne mal zum Wechsel noch nutzen. Und zwar bringen wir Bonsé, Aristide Bonsé in den Sturm. Genannt Pommes Frisur. Die aktuelle Frisur sieht noch mehr wie Pommes Frisur aus. Sehe ich jetzt am Ball. Führt ein bisschen in die Spitze. Fink behauptet fast den Ball, aber immer noch Aalen in der Vorwärtsbewegung. Und der öffnende Pass auf die Außenbahn. Oh, was für ein Fehlpass. Warum schießt der Ball nicht einfach weg? Aber jetzt hofft er in der Vorwärtsbewegung. Mit der Kontermöglichkeit, wenn es jetzt schnell geht. Über Halloran. Über die Außen. Aber der legt der Ball sich viel zu weit vor. Und leichtes Spiel für Traut. Der doch leider nur zum Einwurf für die Fortuna den Ball wegkriegt. Ich komme, da steht aber keiner wirklich. Außer Paurovic. Weber. Immer noch Weber. Mit der Schussmöglichkeit. Doch kann den Schuss nicht ganz auslösen. Und das für einen Verteidiger, muss man sagen. Nicht von schlechtem Alter, was er da macht. Zum
der rechten Seite spielen sie sich fröhlich den Ball zu, mit kaum Raumgewinn. Doch jetzt kommt vielleicht der entscheidende Raumgewinn. Halloran fällt dahin. Ich bin mir nicht sicher, ob man da vielleicht hätte faul pfeifen können. Ich habe es nicht genau gesehen. Weber mit der Balleroberung, aber nicht entscheidend, denn an der Eckfahne mit der Flanke, aber geklärt von der Fortuna und Ballbesitz wieder bei den Aalenern. Aber Paurewitsch läuft den Ball einfach ab. Springt über die Grätsche und somit Aalen wieder in Ballbesitz. Und da hat die Fortuna Glück, dass Aalen dann nicht in Ballbesitz im Strafraum kommt. Wir wechseln ein. Wir wechseln jetzt Kenia ein, und zwar für Lindl auf der rechten Seite. Mal gucken, vielleicht geht da noch was. 3 Punkte wären nochmal ein Schritt in Richtung 9. Platz und damit obere Tabellenhälfte. Mit einem Sieg geht man definitiv am VfR vorbei. Und was für ein Fehlpass. Was für ein Fehlpass von Ben Halloran. Aber Hoffer versucht, den Ball sich wiederzuholen. Doch Aalen behauptet den Ball. Immer noch Aalen. Immer noch Hoffer dran. Schade. Immer noch Aalen, aber jetzt die Fortuna wieder über Hoffer. Der sieht Halloran. Der kommt sogar an den Ball. Geht sogar am ersten Mann vorbei. Jetzt sind die 2 Männer auf den Fersen. Und lässt den Ball ins Austrudeln. Dadurch Abstoß für Aalen. Auf den Außenverteidiger Traut. Bonsé läuft den Ball ab. Spielt auf Paurewitsch. Der bringt den Ball aber nicht in die Mitte. Fink aus der 2. Reihe. Vielleicht war es auch die 3. Da will ich mich jetzt nicht so festlegen. Paurewitsch auf Bonsé. Versucht sich jetzt durchzusetzen. Schafft es auch ganz gut. Lauf doch weiter, Jung. Und Tor! Ja! Bonsé mit dem 2:1 für die Fortuna setzt sich da gut durch. Und dann unten rechts in die Ecke. Wollte erst denken, ach verdammt. Und dann sieht er, ach der Ball ist ja noch frei. Da geht er hin. 90. Minute, da können wir nochmal wechseln. Wer ist denn ganz fertig? Paurewitsch. Ein gutes Spiel gemacht. Dann wechseln wir mal Gartner dafür ein. Fortsetzen. Nochmal ein bisschen Zeit rausholen. Ja, Fortuna jetzt in vorn. 2:1. Wenn sie jetzt nicht schlafen, dann müsste das der Sieg sein. Ja, Ballbesitz für Gartner. Der ist gerade frisch, der kann noch ein bisschen laufen. Und der läuft auch erstmal, Macht alles richtig. Spielt dann den Pass durch 2 zu Halloran. Der holt die Ecke raus. Kenia. Ruft erstmal Hoffer ran. Ballbesitz erstmal, kein Risiko mehr eingehen. Da kommt der Ball doch nochmal auf den Kopf eines Fortuna-Stürmers Levels. Die Flanke geht ins Aus und ist der Abpfiff. Sieg für Fortuna Düsseldorf. 2:1 gegen Aalen. Rückt damit vor auf Tabellenplatz 9, glaube ich, an 1860 vorbei. Theoretisch natürlich, ja. Ist ja leider nur das Spiel, gell? Mit 40 Punkten wäre das auf jeden Fall der richtige. Direkte Klassenerhalt, ganz sicher. Boah. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schauen wir nochmal die 2 Tore an. Oder die 3. Oder den wunderschönen Schuss vom Benchop. Hier das erste Tor von Hoffer. Einfach über den Torwart gelupft. Ja, sehr clever gemacht. Oder neben den Torwart, ist ja auch egal. Dann das Tor von Aalen. Giefer erst mit einer Glanztat, aber dann kommt er an den Nachschuss definitiv nicht ran. Und dann Bonsé verpasst erst den ersten Schuss, setzt sich dann weiter durch und macht dann das 2:1.
Statistik, klar, spricht auch für die Fortuna. Ja. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert mich, macht was ihr wollt. Viel Spaß noch beim wirklich Fußball gucken an diesem Spieltag. Fortuna spielt am Sonntag dieses Spiel. Mal schauen, ob es auch so ausgeht. Servus!